Really satisfied with today's game. I think right from the start, I thought the team looked ready. The guys were poised and motivated. For first period was pretty even. I thought we had some good moment in the offensive zone with puck possession, but we couldn't really get through. Iso-Lone did a good job defensively, and then we just stayed with it the whole game. That's what I liked about our game today. We stayed disciplined, we stayed composed, we played hard away from the puck, and special teams were good. So, it's been a really good and positive weekend for us with two road wins. So we'll take that and keep moving forward. Thank you. Thank you. Er sagt, dass er sehr zufrieden ist mit der Leistung seiner Mannschaft, die über 60 Minuten fokussiert, konzentriert gespielt hat, dem Spiel den Stempel aufgedrückt hat, sich am Anfang schwer damit getan hat, durch die massive Iserlohner Defensive zu kommen, aber insgesamt dann doch weiter durchgezogen hat und das Spiel verdient gewonnen hat. Ausschlaggebend sicherlich auch die gute Unterzahl und Überzahl seiner Mannschaft insgesamt. Nach zwei Auswärtssiegen zum Saisonstart ist man sehr zufrieden. Gibt es Fragen? Das ist nicht der Fall. Then Doug, your statement to the game, please. Yeah, first, congratulations, Serge. Obviously, we know the defending champs got a great team over there, and I got to give our guys credit. Being a couple guys shorthanded really affects us, and without Burke and Truk, takes away a lot of offense out of our game tonight, and we had that last. Ask a lot of guys to put in some extra ice time, and I just think we hung in there for two periods, and then the third period, you see guys getting tired, and you make a mistake, you throw a blind pass out, and they get a 2-on-1, and they're going to capitalize. They got that type of talent. So, but I was happy, I thought got young kids like Saffron and Lenny and Maggi, they did a good job, and they got our only goal of the game. So. I just think at the end of the day, we did a pretty good job of competing against a pretty good team for as long as we could. And, if we keep working hard and get healthy, I think better things will happen. Thank you, Doug. Er sagt, dass man insgesamt nicht unzufrieden sein kann mit der Leistung. Sicherlich hat man gemerkt, dass durch die Ausfälle von Brandon Truk und Braden Burke ordentlich Offensive fehlte. Am Ende des Tages waren dann Spieler in der Pflicht, ein bisschen mehr Eiszeit zu gehen als normal. Stolz ist er auf seinen Nachwuchs, auf die Youngster, die dann auch das erste Tor erzielt haben, über Lenny Nilek und Noel Saffran. Insgesamt fehlte dann hinten raus einfach die Kraft und die Konzentration, und Berlin macht dann aus dem ersten richtigen Fehler auch gleich das entscheidende Tor. Well, I don't think I'm satisfied when you win, lose both of them, especially at home. But you understand you just played Munich and Berlin, the Godzillas of the league. So we saw a lot of good things. And again, we're a team that just can't have injuries because we don't have the depth to get through it. So we just lost 2/3 of our second line kind of thing. So that's going to affect us a lot more. It's going to affect other people. So, as far as the attitude of the team, the effort of the team, there was a lot of good things, and it's just not going to be a great big pile of minus shit. It's there's something there to work with, and we know where we are, where we want to be, and just back to the drawing board Tuesday. Frage war danach, ob er insgesamt zufrieden ist mit den ersten beiden Saisonspielen. Die Antwort war, dass man natürlich nicht zufrieden sein kann, wenn man die beide verliert, vor allen Dingen eben zu Hause. Auf der anderen Seite hat man mit München und Berlin auch gegen die, wie er es formuliert, Godzillas der Liga formuliert, gespielt. Also zwei der besten Teams, die man so erwartet. Insgesamt hat er auch sehr, sehr viele positive Dinge gesehen. Man kann sich natürlich nicht leisten, verletzungsbedingt auf solche Spieler wie Braden Burke oder Brandon Truk zu verzichten.